Na gut, dann schauen wir da mal rein. Der Orkentod. Wir setzen uns erstmal an die Theke. Essen kann ich euch leider keines anbieten, aber einen verdünnten Wein will ich euch gerne servieren. Ja, hier in Lowang war das Essen so eine Sache. Und das Schlafen, und das Einkaufen und das Nicht-Verprügelt-Werden. Aber gut. Eine bekannte Gestalt steckt kurz den Kopf durch die Tür, entdeckt euch und verschwindet sofort wieder nach draußen, ohne die Kneipe betreten zu haben. War das nicht eben Gerfron? Ja, der sieht genauso aus. Hinterher. Nachdem wir zwei Silbertaler dagelassen haben. Ihr seht Gerfron gerade noch um die Ecke verschwinden. Wollt ihr versuchen, Gerfron einzuholen oder wollt ihr ihn vorsichtig verfolgen? Das ist eine gute Frage. Aber da wir in Eile sind, sollte ich nicht nachdenken, wie wir versuchen, ihn zu verfolgen. Yallen und Kurima haben den Anschluss verloren und bleiben zurück. Warum hat er den Anschluss verloren? Gerfron ist flink wie ein Wiesel. Ihr habt Schwierigkeiten, ihn nicht zu verlieren. Plötzlich legt Gerfron schnellere Schritte ein. Na gut, dann werden wir auch mal schnell. Versuchen wir ihn einzuholen. Gerfron ist flink wie ein Wiesel, aber ihr seid schnell genug, um ihn nachzusetzen. Ein paar Gassen weiter stellt ihr den Burschen. Na also. Hey, was soll das? Was wollt ihr von mir? Das weißt du ganz genau. Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Ja, da werden wir mal ein bisschen rabiater. Wir helfen Gerfrons Gedächtnis durch ein paar Hiebe auf die Sprünge. Au, hört auf! Ich sag euch ja schon, was ihr wissen wollt. Den Salamanderstein habe ich bei Vindaria abgeliefert. Mehr kann ich euch nicht sagen. Vindaria, das war doch die, die uns Dukaten geben wollte. Für den Salamanderstein, ganz am Anfang. Haken wir noch ein bisschen nach. Wir müssen ja nicht wirklich auf seiner guten Seite bleiben. Ich weiß wirklich nichts. Mit der ganzen Bande habe ich nichts zu tun. Die haben mir 100 Goldstücke geboten, wenn ich das Steinchen besorge. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ganz schön Mauerpreis, wir hätten 1000 bekommen. Ihr seid nur ein Momentchen unachtsam, da ist euch Gerfron auch schon entwischt. Ja. Na gut, sollten wir jetzt erstmal die restlichen Leute einsammeln. Und dann müssen wir uns nach dieser Frau umhören. So, das war einmal Myrrhum. Und der Rest ist da hängen geblieben. So. Das heißt, hatten wir nicht sogar schon mal ihr Haus gefunden? Hotel, Kreuzer und Dukat. Was sagt unser Tagebuch? Wir würden gerne suchen nach Handlung Salamanderstein. Ja, das ist die eine Seite, die wollen wir nicht. Nächster Eintrag. Der Salamanderstein scheint ein begehrtes Objekt zu sein. 1000 Dukaten bei Vindaria Egelbronn. In Lowang, Stadtteil Eildal, Suderviertel. Vindaria Egelbronn. Raus hier, raus hier. Im Suderviertel, also irgendwo hier unten. Dann sollten wir uns hier mal umhören. Gehen wir da zur Brücke und suchen uns dann im Süden. Wir wollen es sein. Suchen uns dann im Süden eine Taverne und hören uns da mal um, wo wir die jetzt genau finden können. Da, Hammer und Amboss, das klingt doch gut. An die Theke? Ja, gerne. So, wie kann ich euch helfen, edle Reisende? Wir suchen die von Egelbronn. Komm schon. Gerfron? Nö. Nicht sehr gesprächig, die Dame. Versuchen wir es doch mal an einem anderen Tisch. An einem besetzten Tisch. Hallo?
Was ich weiß, soll ich euch nicht vorenthalten bleiben, also lasst hören. Wir suchen die von Egelbronn. Weiß er auch nichts von. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen uns wieder die Tage um die Ohren hauen, indem wir jede Wohnung abklappern. Das kann nicht so das Wahre sein. Suchen wir doch lieber noch eine Herberge oder Taverne. Da, am Wassergraben. So. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Erstmal die Theke. Jo, nochmal verdünnten Wein. Mürrum erholt sich ein wenig, das ist gut. Schweigen ist Silber, reden ist Gold. Huldigen wir dem Edelerze. Egelbronn. Vendaria? Ja, die schaut öfters mal hier rein. Wohnt hier gleich um die Ecke. Oh, das ist eine richtig schöne Information. In der Bibliothek zu Garetz gibt bestimmt mehr zu diesem Thema. Bei mir jedenfalls nicht. Na okay. Und wo wir gerade mal hier sind, verdienen wir uns noch ein paar Münzen dazu. Wir können jetzt ja eh nicht in der Nacht bei ihr. Obwohl. Wir könnten natürlich jetzt sofort da reinstürmen und verlangen, den Salamanderstein zu bekommen und so weiter. Aber wer weiß, wie sie darauf reagiert. Und ob er überhaupt noch da ist. Obwohl, sie hat ihn stehlen lassen. Ja, dann haben wir da auch keine Skrupel. Wir suchen uns jetzt hier Stück für Stück die Wohnung raus. Also hier in der Nähe soll sie wohnen. Haben unsere Helden vielleicht irgendwann hier mal was gefunden und das schon notiert auf der Karte? Nee. Gut. Dann gucken wir uns erstmal die Häuser hier oben an. Also bei dem waren wir schon. Richtung Nordwesten. Da ist die Taverne gewesen. Hier. Natürlich klopfen wir nicht an und schneiden da gleich rein, sondern wir gucken uns an, ob bei dem Haus irgendwo ein Namensschild dran ist. Und nur wenn wir das richtige Haus finden, dann machen wir dann Aufstand. Wir wollen jetzt nicht durch die Nacht marschieren und jedem ehrbaren Bürger hier aus dem Bett holen. Das wäre ja nicht so schön. So, aber es sieht nicht so gut aus. Da ist der Schmied. Und langsam sind wir nicht mehr wirklich in der Nähe der Herberge, der Taverne. Versuchen wir noch kurz hier. So, wir haben jetzt. Da war die Taverne. Wir haben die Hütten hier alle durch. Dann schauen wir mal kurz die drei an und vielleicht noch die zwei und dann sollten wir wieder nach Süden gehen. Sonst kommen wir halt wirklich zu weit vom Weg ab. Also, die drei. Den hier haben wir übersehen. Ne, die drei waren es schon mal nicht. Dann haben wir hier noch die Taverne. Und ein, zwei Hütten. Nein. Hier also nicht. Das heißt, wir machen jetzt wieder einen Schwenker zurück. Auch wenn unsere Helden langsam ganz schön müde werden. Vielleicht sollten wir das Ganze doch am Tag weitermachen. Hier ist so eine schöne Herberge, den kehren wir hier kurz ein, schlafen ein paar Stunden und versuchen dann weiter unser Glück. Sind ja auch wirklich nur 2-3 Stunden. Oder auch nicht, denn er hat wieder mal keine Betten im Angebot. Na gut, vielleicht ist es auch besser so, denn wir sollten uns eigentlich beeilen. Wer weiß, wo sie mit dem Stein hin will. Also, da haben wir die Taverne. Jetzt gehen wir mal die Häuser Richtung Süden abklappern. Aber nirgendwo steht etwas von Egelbronn. Oh, hier, klopfen wir doch gleich mal an. Eine blonde Frau öffnet euch. Als sie euch erblickt, schlägt sie die Tür sofort wieder zu. Wollt ihr wieder gehen, erneut klopfen oder versuchen, gewaltsam in das Haus einzudringen? Wir dringen gewaltsam in das Haus ein. Wir haben jetzt echt keinen Nerv mehr zu.
Gwendol und Tirik versuchen, die massive Tür aufzubrechen, indem sie sich dagegen werfen. Nach ein paar Anläufen klappt es schließlich und die beiden fallen mit der Tür krachend ins Haus. Ein paar Gestalten, die an einem Tisch gesessen haben, sind aufgesprungen und haben sich Messer, Säbel oder was sie sonst noch in der Eile erreichen konnten, gegriffen, um sie zu verteidigen. Oh, sehr schön. Mit etwas Glück ist der Salamanderstein noch hier. Das heißt, es gibt jetzt eine kleine Keilerei. Oder auch eine größere, wenn man die ganzen Leute hier sieht. Du schieß bitte auf den. Ja, doch, sind einige. Und wir sollten ein wenig darauf achten, dass wir den Schaden fokussieren. So wie der da. Sonst dauert das viel zu lange. Und es sind wohl einige Elfen mit dabei. So, Norm hat sich noch nicht erholt. Die wird sich ausruhen müssen. Unsere Söldnerin hilft mit, das ist gut. Sogar auf eine der Elfen. So, Talana, zaubern. Beherrschung. Böser Blick. Conspectus malus. Das war der falsche. Du bitte auf die Elfe. Nicht gut. Kann ich gut. Zaubern. Kampf. Blitz dich find auf die Elfe. Geblendet. Sehr schön. So, jetzt nochmal Beherrschung. Horiphobos solltest du sprechen. Horiphobos. Sehr schön. So, du haust auf die bereits angeschlagene Elfe. Die ist tot. Au. Warum immer auf unsere schwachen Mitglieder? Das ist echt übel. So, du haust die Elfe. Du versuchst dich so gut es geht zu verteidigen. Du. Nicht beim Balladin. Stopp. Zaubern. Beherrschung. Nee, das probieren wir gar nicht erst. Wir machen lieber einen Blitz, ich finde wieder. Und zwar auf die Elfe hier, denn die andere ist schon angeschlagen und überlebt die nächste Runde vielleicht gar nicht. Oh, das war nicht gut. So, Tirik, komm, mach dir mein Ende. Oh. Garstige Elfen. So, du heilst dich bitte. Heilung, Balsam auf dich selbst. Sagen wir mit 15. Balsam. Müsste reichen. Ja, sehr gut. So, du hau die Elfe. Sehr schöner Treffer. Du verteidigst, so gut es geht. Du haust die angeschlagene Elfe. Sehr schön. Du verteidigst dich. Du hilfst mal Gwendolyn. Mit der Elfe. Sehr gut. Und das war die letzte von denen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Streuner und einen Krieger. Das müsste auf jeden Fall machbar sein. So, hau den Streuner. Sie geht auf den Krieger. Du machst ein wenig Platz und haust den Krieger in den Rücken. Du sicherst. Du schießt den Streuner in den Rücken. Krieger ist auch am Boden. Ja, sehr schön. Das haben wir gleich im Sack. Und dann knüpfen wir uns die Igelbronn vor. So, du bitte dahin. Sehr schön. Ein Tutsackmesser, das kommt mit. Goldschmuck, Schwerter, Rapiere, alles viel wert, kommt alles mit. Außer die Messer. Und 50 Dukaten, sehr schön. Wollt ihr das Gebäude durchsuchen oder lieber abhauen?